ernst. Greetings. I am Rayala. You'll have my support, my trust, and my faith. Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games und in diesem Video möchte ich euch Grimlord VR vorstellen. Warum sage ich das so pathetisch? Weil es sich um eins meiner Lieblingsgenres handelt, ein Souls-like in Virtual Reality. Das Spiel kommt am 22. Juni raus, in den Early Access allerdings. Ich habe es schon vor ein paar Monaten gespielt, da war es noch komplett Alpha, Playtest-Stadium quasi, und jetzt kann man es endlich zocken. Und ich werde mit euch hier ein bisschen reinschauen. Ich schaue mit euch den Anfang an und dann skippe ich mal ein bisschen weiter ins Spiel, damit ihr seht, wie sich das Ganze so entwickelt. Was ist das Besondere an Souls-like? Es gibt so bestimmte Mechaniken, wie dass ihr einen Ausdauerbalken habt, dass das Kampfsystem sehr challenging ist, sag ich mal, dass man sehr schnell sterben kann, dass man Geld, Ressourcen, Seelen, was auch immer sammelt und dann, wenn man stirbt, verliert und wieder aufsammeln muss. Und dann, ja, man sich quasi nach und nach vorarbeitet. So ein paar Sachen sind auch so typisch Souls-like, dass man eine kleine Open World hat, man neue Wege freischalten kann, um immer wieder schneller ans Ziel zu kommen. Und natürlich Bosse, Bossfights. Und mal gucken, ob wir so weit kommen, dass ich euch einen nice Bossfight zeigen kann. Wir gehen rein. So, das ist wie gesagt der Anfang des Spiels. Wir sind hier in einer Kammer. Wir haben hier unsere Hände. Man kann auch den ganzen Körper sich anzeigen lassen, aber ich finde das immer angenehmer, auch wenn es ein bisschen komisch wirkt. Wir haben hier unsere Lebens- und Ausdaueranzeige oder Mana-Anzeige, ich weiß nicht so genau. Und wir haben ein paar Slots hier und da, wo wir Sachen ausrüsten können. So, und wir schauen uns mal so ein bisschen um. Können wir mal hier durchs Loch gucken. Niemand hier, aber wir haben hier schon mal unseren Beutel. Satchel obtained. Eigentlich ist es auf Deutsch eingestellt. Mal gucken, ob das Spiel noch mal ein bisschen mehr in Richtung Lokalisation geht. Die Menüs sind schon zum Teil auf Deutsch. Wir haben hier schon mal ein Tränkchen und unserer kleinen Pouch. Unserem Beutelchen. Guck mal, was hier so ist. Das ist ein trauriger Mann, der anscheinend tot ist. So, wir haben einen zweiten Trank gefunden, den nehmen wir mit. Dann gehen wir mal weiter. Okay, cool. Aha. Hier haben wir schon unsere erste Waffe. Ein Gladius Blade. Ihr habt hier so ein bisschen virtuelle Schwerkraft in eurem, ja, in eurer Interaktion. Also es ist nicht 1:1, da liegt eine leichte Schwere hinter. So, wir haben hier unseren ersten Gegner. Und dann können wir mal gucken, wie das Ganze gameplay-technisch aussieht. Mehr. Boah. Oh, das war's schon. Nee, er lebt noch. Komm auch. Man kann eben nicht einfach rumwedeln. Boah, das Schwert ist kurz. Boah, der kommt richtig durch. Zack, da haben wir ihn enthauptet. Okay, ich habe schon echt viel Schaden bekommen. Ah, ich habe ja hier meinen Trank. Den kann ich doch gleich nutzen. Ist jetzt komplett leer. Mhm. Aha, guck mal, jetzt haben wir hier ein Schild. Jetzt wird es wahrscheinlich einfacher sein, weil ich konnte die Streitaxt nicht so gut blocken von dem Typen eben. Aber bei dem geht's vielleicht. Der hat einen Helm auf. Das Coole hier ist, dass man den zum Beispiel auch den Helm runterhauen kann. Na? Na komm. Oh shit. Ja, guck mal, jetzt habe ich mein Schild verloren, weil ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Und ich versuche, in dem Helm runterzuhauen. Es hat früher geklappt. So, Helm runter und in den Kopf rein.
so. Ja, wenn ihr keine Ausdauer mehr habt, dann verliert ihr halt mal eure Waffe, euer Schild. Deswegen muss man hier ein bisschen vorsichtiger sein. Da kommt schon der nächste. Unser Schild ist im Rücken. Jetzt hat er auch ein Schild, ne? Ah, jetzt habe ich ihn. Oh, geh mal aus dem Weg hier. Man kann auch stechen. Das funktioniert ganz gut. Ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn man es schafft, dann... Oh, jetzt hat er um mein Schild geschlagen. Jetzt muss man genau aufpassen, wo. So. Es ist ganz schön dunkel hier. Na komm, stirb. Hier sind so Foltergerätschaften und so weiter. Okay. Holz, Materialien. Holz und Leder habe ich gefunden. Oh, da kommt schon der nächste. Komm her. So, den haben wir. Wow. Scheiße, da war noch einer direkt. Aber der hat keinen Helm. Und dementsprechend können wir den richtig schnell ausschalten. Wow, okay. Der hat mich überrascht. So, was haben wir hier? Bist du auch ein Gegner? Nee? Okay, so, hier sehen wir es schon mal beispielhaft. Haben wir hier einen Hebel? Der macht uns hier ein Tor auf. Und ich kann hier die Tür öffnen. Und wir sind hier wieder am Anfang. Das meine ich mit so Abkürzungen freischalten. Das sieht so aus, als müsste ich eigentlich nach oben gehen. Ah, guck mal. Ah ja, guck mal. Ich muss klettern. So sieht's aus. Ups. Cool. Cool, dass es so eine Mechanik gibt. So, schnappt ihr den schwebenden Zaubersplitter. Haltet den Trigger für eine Sekunde, um zu rasten. Okay, wir rasten. Zack. So, das ist, glaube ich, wie Dark Souls. Eine Art Checkpoint. Jetzt sind alle Gegner auch wieder da. Aber wir sind eben auch wieder full life, falls wir keine Tränke mehr hatten. Denn die sind schon begrenzt. Okay. So, was erwartet uns hinter dieser Tür? Oha. Ein Kumpel. Eine fetten, fetten Axt. So, wir haben leider keine bessere Waffe. Oh, und ein Lebensbalken. Cool. Das ist unser erster kleiner Boss. So. Oh, Scheiße. Unser Schild ist weg. Verdammt, ich muss aufpassen. Boah, scheiße, hat er mich von der Seite. Muss man echt... Boah, verdammt. Da hat es mir direkt die Waffe weggefetzt. Oh, shit. Ich habe mein Schild nicht mehr. So, mein Schild ist noch da. Und da sind, glaube ich, sozusagen meine Seelen. Genau. Die kann ich immer wieder einsammeln. Wenn man zweimal stirbt, sind die weg. Ich muss mehr ausweichen. Wir haben sein Gesicht freigemacht und versuchen mal... Shit. Sein Gesicht zu treffen, ne? Scheiße. Ah, oh, genau. Ha! So, wir müssen uns mal aufladen. Schnell ausrüsten. Verdammt. Du nicht, mein Freund. Der hat auf jeden Fall auch, glaube ich, hier nur ein Kettenhemd.
Hände. Scheiße. Aber das macht mir schon richtig Bock. Verdammt! Nimm! Verdammt! Scheiße, so nämlich. Scheiße! Ey, ich mach ernst. Nein! Nein! Jetzt habe ich hier jongliert mit den ganzen... Nee, nee, nee. Ganz sachte. Leben. Ich habe keine Tränke mehr. Alle weggeschmissen. Fuck! Ich habe ihn fast gehabt. Dreckiger! Oh. Ah. Ja. Ja. Das ist hässlich. Ich hätte wahrscheinlich an ihm vorbeilaufen können. Ich glaub schon. Da war ja kein... Oder? War da Nebel? Nee, ne? Ich konnte einfach vorbei. Okay, da ist ein Dude. Ich hoffe, das ist kein Gegner. Einmal hier drumrum. Ey, Leute, das war der Tutorial-Boss. Kacke. So, Leute, wir sind zurück. Ich musste eine kurze Pause einlegen nach dem ganzen Bossfight. Und ich habe gemerkt, dass dieser Hub hier noch ein bisschen buggy ist. Deswegen musste ich das Ganze für euch und mich, also mich da so ein bisschen durchquälen. Ich erkläre euch das Ganze. Wir haben hier das Hub. Hier startet ihr, hier levelt ihr euch auf, hier craftet ihr eure Waffen. Und ich zeige euch ein bisschen, was hier so abgeht. Wo wir eben waren, nach dem Bossfight, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, ne? Ich kann hier rennen, wenn ich so sprinte, also die Arme bewege. So, hier ist der Dude, der introduced us quasi so ein bisschen in die Welt, erzählt uns pathosmäßig, was hier abgeht. Das ist ein Magier, der wird uns Magie beibringen, wenn wir ihm einen Stab craften. Ihr seht so ein Ausrufezeichen, quasi Questgeber. Und ja, es gibt auch Magie, das ist eigentlich ganz cool. Das wird so gemacht, indem ihr, wenn ihr einen Stab hält, könnt ihr dann zum Beispiel Dreieck formen oder einen Kreis und dann aktiviert ihr Magie und könnt einen Feuerball losschicken. Dann habe ich hier so einen kleinen Weg schon freigeschaltet. Wenn ihr hier reingeht, landen wir beim Schmied. Hier können wir, das ist meiner Meinung nach auch ganz cool gemacht, Sachen craften, wenn wir genug Werkzeuge haben, dann können wir hier ein paar Sachen auswählen. Zum Beispiel haben wir bei dem Boss ein Teil für eine Axt gefunden hier. Guardian's Axe. Ich könnte das jetzt hier hochschieben
Und dann könnte ich diese Axt hier theoretisch craften, wenn ich die Materialien hier habe. Dann haue ich auf die Glocke. Und wenn ich das Material habe, dann craftet der Gute hier und always die Waffe. Look for better weapons. That's how you rise up from the corpses. Ganz genau. Your feet. Hier, genau, ich habe eine Waffe hier mir schon gecraftet, eine Axt. Mal statt des Schwertes. Ich könnte theoretisch auch, ich habe ja hier auch diesen Bogen. Genau, der lag draußen, habe ich euch gar nicht gezeigt. Ne, Bogen gibt es auch und der funktioniert auch eigentlich ganz gut. So. Bam. Können wir auch zum Teil... guck, der ist kaputt gegangen. Sieht man, abgebrochen. Und hier kann ich die Sachen hinhängen. Ich nehme den mal mit. Den Bogen brauchen wir vielleicht. Leider fehlt mir immer noch ein Schild. Ich mache mal das an die linke Seite. Rechte Seite von mir aus. Da oben ist unser Kräutermensch. Der Questgeber von dem Ganzen sozusagen. Und ja, woran das gerade die ganze Zeit gescheitert ist, warum ich mich hier durchquälen musste, was ich eben beschrieben habe. Diese ganzen NPCs sind quasi mit dem letzten Patch erst hinzugefügt worden und sind noch ein bisschen buggy. Also interagieren tut ihr, indem ihr mit eurem Kopf schüttelt, wenn ihr weitermachen wollt in Dialog. Und das hat bei mir nicht immer geklappt und ich musste auch echt krass meinen Kopf schütteln, damit er das irgendwie überhaupt realisiert hat. Und ja, ich musste mich da echt durchquälen. Was auch cool war, ist der Crafting-Baum. Ich versuche mal, genau, dann kann ich hier auch craften. Ja, hier seht ihr es, ne? Ich muss jetzt nicken. Okay, im Craften muss ich nicht nicken. Hier haben wir den ganzen Skill-Tree. Eigentlich ganz cool, der ist mir komplett neu. Und hier können wir dann skillen mit dem Geld, beziehungsweise Meta, die Seelen, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich habe hier jetzt schon Vitalität und Stärke. Ja, und wenn wir mit denen reden wollen, müssen wir nicken und das war echt buggy. Aber egal, wir können jetzt nämlich zu Schloss Arugid. Mir hat er gesagt, er heißt Schloss Raw. Naja, genau hier. Das können wir dann hier aktivieren. Und jetzt befinden wir uns tatsächlich in der ersten großen Welt. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Und da hinten ist, glaube ich, der erste große, richtige Bossfight. Ich glaube nicht, dass ich so weit kommen werde. Aber hier, wir werden schon angegriffen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Und da will man hin. So, ich habe kein Schild. Das macht es echt schwierig. Das heißt, ich renne mal auf ihn zu. Versuche mal... Ah, er hat mich trotzdem getroffen. Oh Gott. Ohne Schild ist eine Axt echt scheiße, ne? Okay, da kommt noch so ein Dude. Oh, ich bin tot. Okay. Jetzt habe ich wieder meine Seelen verloren. Boah, ich weiß nicht, wie ich das ohne Schild, finde ich das doch schon ein bisschen schwierig, ne? Ich muss ein bisschen aggressiver sein, glaube ich. So. Okay. Huh. So. Okay. So, und hier ist es nochmal das Beispiel, warum das Ganze so ein bisschen wie Dark Souls funktioniert. Wir können hier das Ganze machen. Also wir laufen hier rum, kämpfen uns hier durch. Aber hier ist ein großes Tor. Das heißt, ich komme jetzt gerade hier nicht durch. Das heißt, kann ich euch schon spoilern. Ups. Ich muss hier überall entlang, um dann hier irgendwie hinter das Tor zu gelangen. Und da kann ich oben das Tor öffnen. Und dann kann ich später, wenn ich sterbe, schneller hier durch. Das ist eigentlich mega gut gemacht. Weil wir, wenn wir sterben, immer da hinten landen. Und wenn wir weit genug gekommen sind, können wir das Ganze freischalten. Ja, sieht eigentlich ganz schick aus da oben. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass das Parieren
ein bisschen schwieriger geworden ist, weil pariert wird gerade nur, wenn man hier oben Metall auf Metall sozusagen geht. Zack. Aber das soll noch gepatcht werden. Das wird alles noch gemacht. Oh, guck mal, den habe ich fast übersehen. Bam. So, wir kloppen uns hier jetzt durch. Ich nehme mal schnell den Trank. So, aufgeladen. Okay. Da hinten ist eine Kiste. Vielleicht ist da was Schönes für uns. Quellsteinfragment. Und eine Bombe. Interessant. Also ich hoffe, ich schaffe es zumindest, bis ich das erste Tor geöffnet habe. Dann habt ihr, glaube ich, einen super Einblick in das Spiel bekommen. Mist. Okay, ich bin voll. Wir haben den Bogen. Den werden wir... Oh Gott. Sein Kettenhemd. Sehr gut. Ich weiß, hier oben ist noch einer. Ach Mist. Boom. So, oh Gott, der hat so ein... Okay, hier ist noch einer. Und noch einer. Oh, scheiße. Okay, ich kann dich vielleicht überraschen. Nur noch den hier. Okay, der ist hier am Glitschen. Okay. So, wir haben hier noch eine Bombe. Eisenbarren, sehr gut. Und noch einen Trank. Den Trank brauchen wir gerade nicht. Aber vielleicht können wir den Dude da mit einer Bombe überraschen. Wollen wir es mal ausprobieren? Ich glaube, ich muss hier wie eine Granate das hier ziehen. Stirb. Okay, hat geklappt. Oh, der ist wieder Boss, ne? Verdammt. Oh Gott. Oh Gott, der macht richtig Moves. Das ruckelt auch gerade. Oh, shit. Oh, nein. Ja, und so viel dazu. Jetzt ist der natürlich wieder da, meine Seelen sind da hinten. Das heißt, ich muss alles nochmal machen. Oh, fuck. Nein. Verdammt, meine Seelen sind weg. Okay. Ich muss nochmal das Schwert nehmen. Ah, mit der Axt geht das echt überhaupt nicht. So, zweite Runde mit dem Schwert.
daneben. Ah. Das mit den Pfeilen funktioniert irgendwie gerade nicht so. Das heißt, ich muss sie aufbrauchen. Shit. Ha! War das ein Kopf? Nice. Ja, wie gesagt, solche Sachen haben vor kurzem noch funktioniert, ne? Dass man sich die Pfeile reinholt. Ich glaube, vor Early Access wurde noch viel rumexperimentiert. Ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer, aber ich gehe mal davon aus. Guck mal, Material. Gesprungener Quellstein, nice. Dass sie das Ganze bis zum Release gepatcht haben. So, und ich guck mal, falls jemand drin ist. Ist der damit hoffentlich tot? Ich meine nämlich... Aha. Ich sag euch, ich erinnere mich. Irgendwas war hier. So, in den Kopf. So. Wir haben es tatsächlich geschafft, bis zum Tor durchzudringen. So. Und jetzt müssen wir das Tor öffnen. Boom. Ne? Ihr seht's, da hinten haben wir angefangen. Und das Tor hier unten ist jetzt dauerhaft geöffnet. Das heißt, wir haben hier so einen Checkpoint freigeschaltet. Und wir haben raus Holz, raus Leder. Wir brauchen dünnes Leder. Wir wollen ein Schild haben. So, ich glaube, ich nehme das schon mal. Denn mein Inventar ist jetzt sowieso voll. So, und wir versuchen jetzt unsere Seelen zu retten, indem wir einfach abhauen. Hier ist ein Dude, ein Schmied. Das ist bestimmt Material, ne? Komm. So. Okay. Den haben wir. Guck noch einmal hier in den Raum rein. Hier könnte es überall Gegner geben. Was haben wir hier? Schmiedehammer. Hammer unlocked, okay. Und Material. Tür geht nicht auf. Was ist hier? Ich weiß es gar nicht. Genieteter Axtstiel unlocked. Okay. Wir haben Rezept wohl freigeschaltet. Und hier auch Kavallerieschwert haben wir auch unlocked. Ah, coole Sache. Ja, wir wollen jetzt nichts liegen lassen, ne? Deswegen laufe ich jetzt so zurück. Und raste. Zurück. Das war mein Video zu Grimlord. Ein Dark Souls, Souls-like VR-Verschnitt, wenn man so will. Ich glaube, das Spiel hat super voll Potenzial. Kommt übermorgen am 22. Juni in den Early Access. Das Spiel ist definitiv noch nicht fertig und es gibt hier und da noch ein paar Bugs. Ich habe es vor ein paar Monaten schon mal gespielt und hatte da eigentlich eine super geile Zeit, es hat mir super viel Spaß gemacht. Jetzt in den letzten paar Tagen gab es wohl ein paar Patches vom Early Access, die ich echt nervig finde, wie dieses Nicken mit den NPCs. Oder im Kampf hat sich definitiv irgendwas verändert, das ist deutlich schwieriger geworden. Ich habe nichts gegen schwere Spiele, aber das mit dem Parieren scheint nicht so gut zu funktionieren. Irgendwie ist das doch ein bisschen zu arg unfair. Ich hoffe, es wird gepatcht. Wenn dem nicht so ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet, wenn ihr euch das Spiel kauft. Ich werde das auf jeden Fall an die Entwickler weitergegeben. Die sind bisher immer ganz offen mit den Entwicklungen, die sie machen und nehmen Kritik auch gerne
an. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um Virtual Reality, Augmented Reality und andere hauptsächlich immersive Games wie dieses hier. Also wenn das nicht immersiv ist, wenn es denn funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.